Fein unterwegs präsentiert Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Eine lange Nacht dürfte es heute noch in der Grazer Listhalle werden. Zahlreiche steirische Musiker geben dort heute nämlich ein Benefizkonzert. Der Reinerlös kommt Obdachlosenheimen zugute. Wenn Sie kein Dach mehr über dem Kopf haben, nicht mehr wissen, wo Sie Ihr Essen herbekommen und auch kein warmes Bett zum Hineinkuscheln haben, dann gibt es oft nur mehr eine letzte Station, nämlich die Station bei der Caritas. Michael Lindner, es gibt mehrere Auffangheime für Obdachlose. Ja, wir von der Caritas betreiben in Graz drei Einrichtungen für obdachlose Menschen. Das ist die Arche 38 für Männer, das Haus Elisabeth für Frauen mit Kindern und eben hier das Ressidorf für Männer und Paare in ganz, ganz schwierigen Lebenssituationen, die aufgrund ihrer persönlichen Geschichte oft in keiner anderen Einrichtung mehr Unterschlupf finden können. Luis, Sie sind Bewohner hier vom Ressidorf. Was ist denn für Sie das Besondere? Das Besondere ist da, ich kann mit den Leuten wenigstens sehr gut umgehen. Das ist sehr wichtig. Und die Leute hören auf mich auch. Ich lerne immer. Ich werde immer nicht auslernen, ich lerne immer dazu. Jeden Tag? Jeden Tag. Damit die Obdachlosen weiterhin ein Dach über dem Kopf haben, gibt es heute am Abend ein Benefizkonzert. Von 6 am Abend bis 6 in der Früh wird Musik gemacht hier in der Listhalle, da sind wir auch schon gelandet. Tina Reier vom Organisationsteam, was muss man zahlen, damit man mit dabei sein kann? Sie können heute Abend mit 7 Euro einem Obdachlosen eine Nacht mit Frühstück spendieren oder um 15 Euro ein ganzes Wochenende sowie um 30 Euro eine ganze Woche. 12 Stunden lang gibt es heute Live-Musik für den guten Zweck bei diesem Benefizkonzert. Peter Schlacher, welche Musik? Genau, 12 Stunden lang legen DJs hier vor jeder Listhalle auf und in der großen Halle gibt es Live-Musik. Mit dabei in der Listhalle viele Musikgruppen, die für den guten Zweck Musik machen. Von 6 am Abend bis 6 in der Früh, da gehört natürlich auch ein gescheiter Soundcheck her. Die Gruppe Klimmstein übt schon sozusagen. Warum seid ihr mit dabei? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich dankbar über jeden Tag, wo es uns so gut geht. Und heute können wir mal helfen und das machen wir voll gern. Und ihr werdet dann auch mit den richtigen Musikinstrumenten richtig Gas geben. Die Gitarre in der Hand hat schon der Leo Aberer, auch er spielt sich schon ein. Leo, wie schafft man es, 12 Stunden lang als Musiker fit zu sein für den guten Zweck? Da braucht man nicht fit sein, wir werden so angasen, es gibt Reggae, es gibt Funk, es gibt alle Stile. Wir sind ein Team, die ganze steirische Landschaft ist vertreten und da wird es halt Mörderhead sein. Also kommt's her, da geht er, da steht er, weil hier, ja, da tanzt da jeder. Für so ein großes Konzert braucht es natürlich auch viel Technik. Jakob Geilhofer, Herr der Knöpfe und der Kabel. 12 Stunden lang Konzerttechnik, puh. Für Techniker werden 12 Stunden nicht reichen. Wir sind seit heute 10 in der Früh in der Halle, bereiten alles vor, werden die Halle frühestens um 8 in der Früh wahrscheinlich wieder verlassen, dann hoffentlich leer. Stichwort Kaffee. Stichwort sehr viel Kaffee, viele Energydrinks. Wir werden versuchen, wach zu bleiben. Das wäre gut. Bis 6 in der Früh wird hier in der Listhalle musikalisch kräftig Gas gegeben für den guten Zweck. Caritas-Präsident Franz Kübel, das freut das Herz. Ich bin wahnsinnig stolz darüber, dass das stattfindet und ich danke vor allem auch den über 50 Ehrenamtlichen aus der Caritas und aus einer Steuerberatungsfirma, die sich hier von der Mitmenschlichkeit anzünden lassen und das weitertragen. Also, dieses Konzert heute in der Listhalle noch bis 6 Uhr in der Früh. Schauen Sie vorbei, tun Sie was Gutes.